4. November 2022, da stand ich genau an jener Stelle schon einmal mit diesem wundervollen Blick über den Leipziger Leuschnerplatz. Es war ein besonderer Tag für das Leipziger Naturkundemuseum, denn an jenem Tag wurde offiziell verkündet in einer Pressekonferenz, dass das neue Naturkundemuseum endlich gebaut werden wird. Schon damals haben wir einen Ausblick gegeben auf das, was man zukünftig erwarten kann. Das bietet mir natürlich auch die Möglichkeit, endlich die dritte Staffel Schools Out, eurem Bildungsformat des Naturkundemuseums Leipzig, zu eröffnen. Viel Spaß! Beginnen wir zunächst mit dem Platz an sich. Der hieß nicht immer nur Leuschnerplatz. Genau genommen haben wir vor uns den Rossplatz. Also der Bowlingtreff ist tatsächlich am Rossplatz. Warum Rossplatz? Wir sehen im Hintergrund das neue Rathaus Leipzigs. Das war ursprünglich die Pleißenburg, gehörte also zur Stadtbefestigung der Stadt Leipzig, die sich dort am Ring entlang zog. Da war eine Stadtmauer und wir hatten auch entsprechend Kasematten und auch mit der Moritzbastei eine Festungsanlage. Das Vorfeld dieser Festungsanlage diente der Stadtverteidigung und musste frei sein, also ein freies Feld zur Verteidigung der Stadt gegen Angreifer. Und ein solch freies Feld war natürlich ganz wundervoll geeignet zum Pferdehandel. Somit kommt der Name Rossplatz zustande. So frei blieb der Rossplatz aber nicht lange. Gerade zur Leipziger Gründerzeit, also um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert, begann die Stadt dramatisch zu wachsen. Sie wuchs in alle Himmelsrichtungen und ganz speziell auch Richtung Süden. Das heißt, der Rossplatz war dann zur Gründerzeit extrem stark bebaut. Einige sehr prominente Gebäude, wie zum Beispiel das Panorama-Café direkt in Sichtachse zum Bowlingtreff oder auch die berühmte Leipziger Markthalle fanden hier ihren Platz. Dazu kamen einige sehr bedeutende Kaufhäuser, wie etwa Kaufhaus Uri. Direkt vor uns, also vor diesem Gebäude, auf dem wir hier stehen, das war damals das erste Grassi-Museum und heute Städtische Bibliothek, genau dort war der einzigste freie Platz, die sogenannte Esplanade oder der Königsplatz. Wenn man sich die historischen Bilder der damaligen Zeit anschaut, dann kann man sich sehr gut vorstellen, dass dies ein Platz voller Leben gewesen ist. Überall alles vollgebaut, die Menschen wuselten hin und her. Genau genommen war der Rossplatz bzw. der Königsplatz ein wichtiger Übergangspunkt von der Leipziger Innenstadt in Richtung Südvorstadt. Also, hier brodelte es so richtig. Mit dem gewaltigen Wachstum Leipzigs ging natürlich auch eine Industrialisierung und allgemein eine Elektrifizierung der Innenstadt einher. Leipzig strahlte, leuchtete. Es ging sozusagen ein Licht auf in der Messestadt. Und damit musste auch natürlich eine Energieversorgung erfolgen. Ursprünglich wurde nur der Innenstadtbereich elektrifiziert, und zwar im Gleichspannungsnetz. Später kam dann der Rest der Stadt dazu und man musste es kurioserweise vom modernen Wechselspannungsnetz zum Gleichspannungsnetz umwandeln. Platz für ein Elektrizitätswerk oder ein Umspannwerk gab es an sich nicht. Wie ich ja schon sagte, es war dicht bebaut. Aus dem Grund ging man in den Untergrund. Und damit ist auch schon der Ursprung des Bowlingtreffs erzählt. Eine weitere Episode Leipzigs. Man ging also dort an dieser Position 4 Etagen nach unten in den Untergrund und baute das Umspannwerk Mitte, um die Innenstadt zu elektrifizieren. Dieses Umspannwerk, welches in den 20er Jahren gebaut wurde, war in ein riesiges Gebäude untergebracht, untertan. Dieses gewaltige Gebäude erschließt sich also von dem gelben Straßenschild, von dem kleinen Turm dort, den ihr seht, bis ganz auf die andere Ecke zum beginnenden Rossplatz, da wo die Büsche sind. Die Geschichte des prosperierenden Leuschnerplatzes endete dann schließlich je 1943 in der Bombennacht vom 4. Dezember. Der Bomberangriff sorgte dafür, dass dieses gesamte Areal in Schutt und Asche gelegt wurde und jahrzehntelang als Brachfläche existierte. Dieser Zustand des brachliegenden Platzes dauerte dann letztendlich bis in die 80er Jahre an, als ein weiteres Kapitel Leipzigs aufgeschlagen wurde, jenes des Bowlingtreffs. Was es damit auf sich hat, wie es damals war in den 80er Jahren, aber auch warum wir als Naturkundemuseum da rein wollen, warum das für uns das ideale Gebäude ist für ein neues Naturkundemuseum, das gibt es in der nächsten Sendung. Ich möchte mich jetzt aber nochmal ganz herzlich bedanken bei den städtischen Bibliotheken der Stadt Leipzig, dass wir hier drehen durften. Und wenn ihr mehr über diese Geschichten erfahren wollt, dann schaut mal in die städtischen Bibliotheken. Da könnt ihr der Geschichte wirklich auf den Grund gehen. Also, bleibt uns treu. Liked unseren Kanal, schaut die anderen Folgen an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, immer schön neugierig bleiben.